Wir haben uns heute hier am Rande der Hoag-Trasse am Steinbergsgelände getroffen, um ein neues Projekt, eine Neuplanung für das Steinbergsgelände vorzustellen. Warum ist das interessant? Wir reden jetzt über eine ja fast schon jahrzehntelange Planung für dieses Gelände, über O-Vision, das hier mal realisiert werden sollte, dann ein großer Businesspark und realisieren aber, dass eben noch nicht ganz unerhebliche Flächen frei sind. Unsere neue Idee in Abstimmung mit dem Eigentümer war und ist, dass wir hier gerne Wohnen realisieren wollen, sowas wie einen kleinen Stadtteil. Das ist das, was bisher fehlt in der neuen Mitte, und wir haben die aus meiner Sicht große Chance, das zusammen mit Wohnbauflächen drumherum und mit einer großen grünen Achse so zu machen, dass hier ein attraktives, urbanes Wohnen möglich wird, nah an Attraktionen und mitten im Grün. Wir sind seit mehreren Monaten mit dem Eigentümerin Euro Auctions Immobilien im Gespräch, auf dem Stahlwerksgelände substanziell Wohnen zu entwickeln, was aus Sicht der Stadt, aber auch aus Sicht der Eigentümerin Sinn macht. Denn wir würden es schaffen, mit mehr Grün, Urbanität, modernes Wohnen hier zu entwickeln, was diesen Standort tatsächlich um eine neue Qualität bereichern würde. Wir reden hier auf dem Stahlwerksgelände von 10 Hektar, die wir für Wohnen vorsehen wollen, gut abgegrenzt durch viel Grün rundherum, planen dort je nach Bebauung, durch Mischung und Qualität ungefähr 500 Wohneinheiten, was dann ein neues Zuhause für 1000, 1200 Leute sein könnte. Ein Vorteil dieser Planung jetzt ist, dass es sich einfügt in etwas, was wir Größeres vorhaben in der neuen Mitte, nämlich substanzielles Wohnen. Denn gegenüberliegend liegt eine Fläche, die auf einem ehemaligen NEWAG-Gelände liegt, wo wir auch Wohnen entwickeln können. Auch da werden wir nochmal substanziell Wohnen hinbekommen, damit wir sozusagen nicht nur eine Insellage-Wohnung haben, sondern gemeinsam mit Hausmannsfeld bis zum fast Ripshorster Garten wir schönes Wohnquartier entwickeln werden können, wo viele Leute gut leben können. Wir legen dazu dem Rat jetzt einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan vor, und dann schließt sich ein Planungsprozess an, der über eine ganze Reihe von Monaten gehen wird und gehen muss. Da ist dann unter anderem auch noch zu beschreiben, wie soll das Grundstück denn erschlossen werden für Nutzerinnen und Nutzer, Bewohner. Und das bedeutet, wir wollen auch da ein möglichst attraktives und möglichst zukunftsfähiges Konzept. Das bedeutet, ja, es muss eine ordentliche Erschließung für den Autoverkehr geben, aber auch für die Fahrradfahrer, vor allen Dingen auch für den ÖPNV, was Busse und Straßenbahn angeht, vielleicht aber auch, Stichwort Mobilitätsstation, die Möglichkeit bietet, über die S-Bahn hier hinzukommen und anderes mehr. Also das Ziel muss sein, nicht nur eine 0815-Erschließung hinzubekommen, sondern eine, die den Anspruch hat, urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert zu realisieren. Ein solches Bebauungsplanverfahren dauert regelmäßig ein, zwei Jahre. Unser Interesse ist aber nicht, das auf die lange Bank zu schieben, sondern unser Interesse ist es, gemeinsam mit dem Eigentümer so schnell als möglich hier zu einer Bebaubarkeit zu kommen. Und gleichzeitig gilt es, sowohl die Aufgaben zu lösen, als auch die rechtlichen Vorgaben einzuhalten. All das werden wir selbstverständlich tun.